Willkommen zum Saisonfinale Nummer 2 unserer F1-24 Audi-Karriere. Wir haben die theoretische Möglichkeit, heute noch Weltmeister zu werden, wenn Max Verstappen, ja, sagen wir mal, nicht stark punktet oder kaum punktet. Aber das lassen wir uns mal im Hinterkopf. Ich würde mal sagen, wir gehen ganz entspannt rein. Ein Sprint im Saisonfinale, das, glaube ich, gab es wirklich noch nie. 5,3 Kilometer, 16 Kurven, eine DRS-Zone. Das ist tatsächlich die flüssigste Strecke, die ich so mitkenne. Es ist eine ewig lange Geraden von Turn 16 zu Turn 1 und ich glaube auch, dass wir hier die meisten, wenn wir es können, Overtakes machen werden. Rein geht's, aber jetzt mal ins Spring Qualifying. Das ist mein einziger Run, weil wir auch eben nur einen Satz Reifen zur Verfügung haben. Let's go, 5 Minuten sind es noch zu gehen. Turn 1 hier ordentlich erwischt beim Rausbeschleunigen, die ganze Strecke genützt. Und hier Curb schneiden ist natürlich ein Riesending auf dieser Strecke. Man kann wirklich viel Zeit gewinnen, aber auch teilweise viel Zeit verlieren. Ganz, ganz breite Curbs sind sie auf jeden Fall und der erste Sektor ist voller Flow, voller guter Züge und deswegen schaffen wir auch da gleich Purple im ersten Sektor und sind 7 Zehntel schneller als Nico Hülkenberg auf der 18. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen auf jeden Fall und das zeigt auch schon mal, dass im Audi in der zweiten Season am Ende hier ein bisschen mehr drin steckt. Seid ihr gespannt, wie es in der dritten Season weitergeht? Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel und lasst doch gerne ein Däumchen rum da. Playlist ist natürlich auch oben rechts verlinkt und wir werden natürlich auch in eine dritte Season gehen. Also jetzt geht es aber mal hier zurück zum Qualifying und jetzt kommt ja diese langgezogene Rechtskurve, die ja quasi 4 Kurven ineinander sind und ab diese ja ganz, ganz verdammt schnelle Linkskurve, die fährst du hier mit fast 300 km/h. Und da musst du wirklich aufpassen. Aus der letzten Kurve raus viel Gefühl zeigen. ERS auf drin, DRS auf drin und wir sind. Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde gestern startet Fernando Alonso von der Pole Position. Und der Professor macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Norris, Hamilton, Perez, Gasly, Albon. Verstappen, Tsunoda, Ocon, Leclerc, Sainz, Sargent, Ricciardo, Stroll, Hülkenberg, Daruvala, Russell, Oscar Piastri, Bottas, Theo Pourchaire und Guanyu Zhou. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Und das hat tatsächlich für P2 gereicht und Max Verstappen, by the way, ist nur 8er. Aber jetzt gehen wir mal in Sprint. Lights out und let's go, Leute. Der Sprint ist eröffnet und wir verlieren direkt den Start gegen Lando, aber jetzt noch gegen Yuki Tsunoda. Der Start war grottenschlecht oder die anderen beiden hatten wirklich einen bombastischen Start. Ich probiere außen dran zu bleiben und da versuchen gleich zwei andere, mich so ein bisschen abzudrängen. Bro, was ist los, Perez? Das ist natürlich ganz und gar nicht zugelaufen, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Wir werden natürlich versuchen, dran zu bleiben, müssen natürlich auch, weil das ist jetzt hier ein Worst-Case-Szenario. Verstappen ist zwar hinter uns, aber wir haben auch, glaube ich, 12 Punkte Rückstand in der Weltmeisterschaft, die natürlich jetzt auch irgendwie gefunden werden müssen. Oder es sind, glaube ich, noch mehr, 17 Punkte oder so. Also das ist wirklich extrem viel und es ist auch nur eine ganz, ganz kleine theoretische Chance, dass wir heute Weltmeister werden. Aber dass wir endlich so weit sind, konkurrenzfähig zu sein und auch nach einer langen Season, so ein bisschen Max Verstappen doch noch bis ins letzte Rennen zwingen müssen, sich anzustrengen, finde ich schon mal eine ganz beachtliche Leistung. Wir sind jetzt eine Sekunde aus dem DRS-Fenster schon draußen zu Yuki Tsunoda. Ich habe keine Ahnung, warum die da vorne so unheimlich schnell sind, aber ich muss anscheinend an meiner Pace ein bisschen Zahn zulegen. Und ich bin auch froh, dass die FIA da mit mir ein bisschen gnädiger ist, mit dem echten Piloten, dass wir hier auch ein bisschen drüber kommen über den Curbs. Also die machen es eher so wie Charlie Whiting damals, der Curb, wenn man über den Curb drüber ist, ist es ein Track Limit. Ich hoffe auch, dass das der neue Rennleiter vielleicht so machen wird, weil sonst wäre das echt dann schon ein bisschen scheiße. Wir gucken jetzt mal auf den Start und der war wirklich nicht gerade besonders gut. Also wir sehen, Yuki hat einen nahezu perfekten Start. Und dass ich hier halt versucht habe, außen dran zu bleiben, machte halt auch so ein bisschen die Tür für Perez und Leclerc auf, die mich da so ein bisschen übersehen haben. Da fliegen die Fetzen. Ich glaube, das war aber eher Perez Schuld, weil der so ein bisschen mit Leclerc im ersten zusammengekracht ist. Aber da fehlt auch kein Frontflügel. Also ich glaube nicht, dass das ein starker Schaden hier war. Vielleicht war es auch nur die Track hier,
wo das Zeug so, ihr wisst schon, in die Höhe prallt. Und ja, ich bin auf jeden Fall motiviert, muss aber natürlich auch sagen, dass wir am heutigen Rennen nicht viel zu lachen haben. Auch Piastri wieder keine Punkte. Purple im ersten Sektor. Ich probiere hier wirklich die beiden zu pushen. Ich glaube auch tatsächlich, dass Yuki aktuell schneller ist als Lando Norris. Also der klebt jetzt ordentlich dran. Unser Motor, ja, der hat auch schon lidiert. Das Problem ist, ich kann ihn nicht austauschen, weil sonst würden wir eine Grid Penalty bekommen. Und die bekommen wir auf jeden Fall im Hauptrennen. Und das würde auch bedeuten, dass jegliche WM-Chance vorbei ist. Wir müssen also diesen 70-prozentigen Mut jetzt irgendwie durchbringen bis in die letzte Runde und ja, dann scheiß drauf. Also, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts und wir müssen jetzt einfach hier zusammen aufpassen. Jetzt aber mal zurück hier. Leclerc, ja, die Verwarnung habe ich mir jetzt echt verdient. Leclerc hinter uns, der kommt jetzt immer näher mit Purple, mit der schnellsten Rennrunde. Auf der Geraden gibt es jetzt DRS, das könnte bedeuten, wir sorgen uns ein bisschen näher dran, aber Yuki, der wird jetzt langsam aber sicher. Lila am ersten und Lila am letzten, trotzdem keine schnellste Rennrunde. Der versucht es jetzt, außen, in und ist vorbei, oder? Ist vorbei, Leute. Yuki Tsunoda ist einfach mal vorbei und führt den Grand Prix ein. Und das in einem Racing Bull. Also der Mann oder auch das Team, beziehungsweise das Auto, scheint wirklich der Strecke zu liegen. Und ist das schon Vorbote, wie es in der nächsten Season weitergeht? Das ist tatsächlich fraglich. Guckt gern auch unbedingt vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, morgen und übermorgen geht es dann auch direkt mit der neuen Season weiter. Also ich bin sehr gespannt. Jetzt aber mal hier zurück ins Renngeschehen. Lando Norris, der pusht natürlich enorm gegen Yuki Tsunoda. Und jetzt geht es außen hier nebeneinander vorbei. Und ich glaube, Norris hat jetzt die Nase vorne. Das ist natürlich gut für uns, Leute. Das ist gut, wenn die kämpfen. Da können wir jetzt näher drankommen. Auch Leclerc kommt mit mir mit. Und ich versuche jetzt wirklich Druck aufzubauen auf die Jungs da vorne. Das ist, ganz und gar nicht gut hier gewesen. Ich versuche Druck aufzubauen und wir probieren jetzt hier Augen zudrücken und voll drauf rein. Und das hat funktioniert, Leute. Die hirnloseste Divebomb der Welt. Und wir kommen hier irgendwie unbeschadet davon und übernehmen den zweiten Platz, schicken Yuki auf 3. Und ich bin froh, weil jeder Punkt zählt tatsächlich. Wir sind im WM-Fight, im Saisonfinale und alles kann entscheidend sein. Also müssen wir auch noch irgendwie versuchen, Lando Norris zu überholen. Vielleicht auf der Geraden, vielleicht mit DRS-Hilfe. Vielleicht aber auch kommt Yuki dann wieder näher dran. Ich weiß nicht. Es ist heute wirklich wie verhext. Ich versuche mein Bestes zu geben. Wir haben halt immer noch ein Auto, das auf der Liste das Schlechteste ist. Auch wenn es natürlich sich schon deutlich besser anfühlt. Wir kommen hier verdammt gut raus und blicken noch einmal auf die Wiederholungen. Aus Runde Nummer 3 hier zum Beispiel. So, jetzt aber hier in Runde Nummer 4. Und da, ja, haben wir ein bisschen abreißen lassen müssen. Leclerc wirklich ganz, ganz stark unterwegs hier. Und da musste wirklich, ich gehe wirklich volles Risiko im letzten Sektor. Wir sind in der 6. Runde. Wir sorgen uns hier an Lando Norris dran. Kann das jetzt hier was werden? Ich versuche den Move, Leute. Er bremst hier verdammt weit außen an. Aber wie kommt die Kurve nicht richtig? Und Norris klatscht mir hier den Switchback rein. Das ist natürlich gar nicht schön, wenn das passiert. Aber wir müssen es trotzdem hier noch einmal versuchen. Ich probiere dran zu bleiben. Ich probiere Norris zu verunsichern. Wir müssen irgendwas machen. Es ist hier nur noch eine Runde und der Rest von dieser Runde. Wir haben noch eine theoretische Möglichkeit auf Start und Ziel, um Lando Norris richtig gefährlich zu werden. Das heißt aber jetzt auch im Laufe dieser Runde ein bisschen ES aufsparen und vor allem natürlich auch auf Norris nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Ich weiß, bei der halben Sekunde wird es reichen, ihn auf der Geraden zu überholen. Wir springen also jetzt hier in die vorletzte Kurve. Es sind knappe 6 Zehntel. Wird das reichen? Aus der letzten Kurve raus muss der Exit, naja, sein. Er war gut, er war okay. Jetzt das DRS aufklappen. Das ERS lassen wir mal ein bisschen. Jetzt im Windschatten. Wir sorgen uns langsam sicher an Lando Norris dran. Und wir versuchen es noch einmal. Er zupft jetzt drüber. Und das ist das Zeichen für mich. So, ja, Mann. Jetzt lenkt er einfach mal ein. Das ist das Zeichen für mich. Er hat auf jeden Fall die Kampflinie hier gewählt. Und wir können hier vorbeigehen, Leute. Können wir das auch halten? Wir blicken noch einmal auf die Replays. Aus Runde Nummer 5 schon mal. Aus Runde Nummer, 5 auf 6. Da war die Divebomb hier. Wir haben es versucht. Der Switchback kam direkt und war auch wirklich clean, muss man sagen. Aber eine Runde später hat es dann glücklicherweise dank DRS und ein bisschen Glück gepasst. Wir waren ebenfalls weiter weg. Also beim ersten Versuch hat es wirklich besser ausgesehen. Wir waren aber da einen Tick näher jetzt dran.
und gehen hier rein. Ja, Norris, der lenkt hier einfach mal ganz, ganz blind ein. Also ich habe mich jetzt hier nicht unbedingt verbremst oder so. Das bedeutet, wir werden hier den Sprint gewinnen. Wenn wir die nächsten paar Kurven da wirklich keinen groben Schnitzer mehr einbauen oder keine Verwarnung sich mehr holen, jetzt hier durch. Lando drückt an, auch Leclerc ist ganz nah da. Das wird ein echt hartes Rennen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir im Qualifying auch ähnlich gute Leistungen abrufen können, wie im Rennen dann selbst, wie im Spring-Qualifying. 27% der linke Vorderreifen. Ja, Katar ist halt einfach wirklich sehr belastend für die Reifen, sehr reifenfressend. Jetzt könnte es noch einmal versuchen, Norris. Der wird es hier doch nicht wirklich probieren, reinzuhalten. Und er macht es wirklich. Er hält hier drauf. Und wir kommen hier aus der letzten Kurve raus, Leute. Reicht es hier, um vorne zu bleiben? Es sind knappe 4/5. Und hier ist die Checkered Flag, Leute. Wir gewinnen den Sprint und setzen somit ein fettes Rufzeichen. Wir wollen den WM-Titel. Kann es jetzt im Rennen wirklich reichen, um das erste Mal in F1 24 Weltmeister zu werden? Das wäre natürlich dann schon eine riesen Sache. Charlie Clevert, Fahrer des Tages, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich fühle mich genauso wie ein Fahrer des Tages, aber jetzt erst noch einmal alles reinlegen. Der Motor ist schon fast orange. Wir gehen dennoch in meine finale Qualifying-Runde. Wir haben einen Wingman gefunden da vor uns. Ich hoffe auch, dass der uns nicht zu viel Zeit kostet. Der hier Sirlot, egal. Hier jetzt mal durch. Viel Traffic war auf jeden Fall da. Wir kommen aus der ersten beiden Kurven okay raus, 2/10 im Delta. Ich probiere wirklich alles, um viel Zeit zu finden. Aber wir haben hier tatsächlich Purple im ersten Sektor und dann kommt der Verbremser, der hier 2/3 kostet. Ja, das war natürlich jetzt suboptimal, würde ich fast sagen. Aber noch einmal alles zusammenkneifen, was geht, beten und hoffen, dass das durchgeht. 3/3 haben wir im Delta, jetzt heißt hier rechts ein bisschen schneiden, links über den Körb drüber und hoffen, dass der Windschatten-Effekt hilft. 6/7, ja fast 7/10, das geht rauf, haben wir bereits im Delta. Ab durch die langgezogenen Rechtskurven, dritte, jetzt kommt die vierte, dann diese unfassbar schnelle Linkskurve, einlenken, Full Speed hier durch und wir haben fast 9/10 im Delta. Das ist aber auch dringend nötig, denn meine alte Zeit hat mich nur auf den 15. Platz gebracht. Aus der letzten Kurve raus hier noch einmal den Windschatten naschen und gucken, wo wir starten werden. In einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde gestern startet Fernando Alonso von der Pole Position und der Professor macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Norris, Hamilton, Perez, Gasly, Albon, Verstappen, Tsunoda, Ocon, Leclerc, Sainz, Sargent, Ricciardo, Stroll, Hülkenberg, Daruvala, Russell, Oscar Piastri, Bottas, Theo Pourchaire und Guanyu Zhou. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Es ist erneut die erste Startreihe, Max Verstappen nur von P8 und wir gehen in unterschiedliche Strategien rein. Lights out und let's go, Saisonfinale Number 2. Wir kommen hier diesmal ein bisschen besser weg, aber auch nicht viel zu. Lando Norris diesmal nur Zweiter und wir sind nach der ersten Kurve hier ein bisschen blockiert, Vierter Platzierter. Das ist tatsächlich nicht gut, Leute. Wir haben erneut den Start gegen einen McLaren-Piloten verloren und wir haben erneut den Start gegen, generell verloren. Was für ein schlechter Start tatsächlich. Ja, Lewis Hamilton mit dem roten Reifen, auch Alonso vorne, der kann leicht. Wir gehen hier innen durch und können uns hier außen an diese beiden Raufbolde dran setzen, bleiben außen drauf und übernehmen den zweiten Platz. Aber jetzt wieder mit den Sätzen zu sehen, 1,7 Sekunden Rückstand auf Fernando Alonso, der sich tatsächlich in Katar für den roten Reifen entschieden hat im Rennen. Ich bin gespannt, wie lange er das aushält. Wir blicken hier direkt auf die Start-Replay und was hier denn schon wieder los war, warum wir wieder nicht vom Fleck weggekommen sind. Aber das Problem scheint nicht nur bei mir zu sein, sondern auch bei Teamkollegen Piastri. Der ist nämlich ähnlich schlecht weggekommen.
Ja, hier wollte ich zwar reingehen, aber da war einfach zu wenig Platz. Da hätte ich mir einen mehr Schaden als sonst was geholt. Die gehen nebeneinander in drei Kurven rein und mir war klar, ich muss jetzt hier irgendwo Risiko gehen. Ich habe das Maximum getan. Ich bin auch froh, dass wir nicht hinter Perez zurückgefallen sind, denn das wäre tatsächlich die Hölle gewesen. Jetzt hier probieren wir es innen, können da tatsächlich in eine ganz andere Linie fahren und bleiben außen und können auch hier Lewis komplett außen übernehmen. Was für ein geiles Manöver und wir sind wieder auf dem zweiten Platz. Sind aber jetzt auch schon 2,3 Sekunden hinten. Die roten Reifen gingen gerade in der Anfangsphase richtig schnell. Ich sehe es auch an Lewis Hamilton, der kann uns hier quasi von Kurve zu Kurve hier eine Tausendstel, ein Tausendstel abnehmen. Das heißt jetzt trotzdem, nicht den Fokus verlieren. Wir müssen fast gewinnen, aber ich hoffe natürlich, dass wir dennoch auch hier trotz dessen ein bisschen Spaß haben können. Es wird trotzdem eine megamäßig schwierige Sache. Ich habe schon gesehen, mit den gleichen Reifen. Wir holen die schnellste Rennrunde, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Aber ich habe schon im gleichen Reifen gesehen, wie schwierig das war. Jetzt springen wir in die vierte Runde und Lewis setzt hier tatsächlich zum ersten Manöver an. Wir schießen hier auf die rechte Seite und da können wir, glaube ich, innen, ja, er lässt auch die Tür ganz brav offen und da können wir innen uns nochmal durchsetzen. Es ist der zweite Platz, aber ich merke halt auch wirklich, die roten Reifen sind viel schneller als unsere und ich verstehe halt auch nicht, warum die so lange halten. Ich habe es mal versucht in einem Sprint mit 5 Runden, da waren die roten Reifen tot tatsächlich. Ja, wir sind jetzt erst in der 4. Runde, aber ihr wisst jetzt, was bald kommen wird. Wir sind in der 7. Runde und da waren vorhin meine gelben Reifen schon fast am Ende und die beiden Jungs fahren da immer noch Bestzeiten. Ja, Fernando hat ein bisschen Boden verloren auf uns, 1,5 sind es jetzt nur noch, aber auch Lewis Hamilton, der ist mit 7/10 Rückstand einfach unfassbar. Sollen wir ihn abcovern? Nein, das funktioniert nicht. Wir müssen ein bisschen länger draußen bleiben. Der weiße Reifen wird das nicht durchmachen. Zu wenig Zeit. Perez jetzt 1,8 Sekunden hinten. Mal abwarten. Wir müssen jetzt gucken, was die Konkurrenz macht. Vor allem, was die direkte Konkurrenz macht. Und mit direkter Konkurrenz meine ich natürlich einerseits Fernando Alonso, aber natürlich auch andererseits Max Verstappen, auf den wir immer wieder gucken müssen, ein Auge drauf werfen müssen, weil gerade auch der ist natürlich der direkte Rivale. Jetzt heißt es wirklich alles reinlegen, wir müssen hier Gas geben und Gasly hat gerade Sergio Perez überholt. Da fliegt, ist das mein Flügel? Also es ist nicht unser Flügel, es ist aber auch keiner von denen nach hinten. Ich weiß nicht, was das genau war, aber da ist irgendwas weggeflogen. Wir gehen Runde Nummer 9 rein, ich habe mich dazu entschieden, noch eine Runde länger draußen zu bleiben, wie alle anderen eigentlich auch mit Gelb. Jetzt heißt es auf jeden Fall, es wird ziemlich interessant werden, wo wir rauskommen, vor oder hinter wem wir rauskommen und vor allem, wo unsere direkten Rivalen sind. Jetzt heißt es auch mal den Boxenstopp nicht verkacken, Jungs. Das könnte der wichtigste Stopp der Season sein. Wir kommen hier gut rein, 2,3 Sekunden Standzeit. Wirklich traumhaft. Auf der Geraden kommt jetzt schon mal Fernando Alonso mit der schnellsten Rennrunde. Der zieht jetzt hier easy vorbei. Dahinter wird es aber etwas interessanter. Max Verstappen holt sich die schnellste Rennrunde. Und wie ist der jetzt auf einmal nur noch einen Platz hinter uns oder direkt hinter uns? Wie geht das? Wie ist das nur möglich, dass Fernando Alonso jetzt 4 Sekunden weg ist und Max Verstappen nur eine halbe Sekunde hinter uns? Ich habe absolut keine Ahnung, wie Red Bull und vor allem Verstappen das gemacht hat. Aber Fakt ist, es ist jetzt so. Das ist quasi dieser Undercut-Effekt, nehme ich mal an. Weil die einen Ticken früher drin war. Ich denke mal, dass auch Verstappen mit dem roten Reifen gestartet ist. Aber das hilft natürlich alles nichts. Ich hoffe, dass vielleicht Piastri hier etwas Schützenhilfe gegen Alonso gibt. Aber so wird das nichts mit dem Titel, dass ja Verstappen jetzt direkt hinter uns klebt. Und das auch noch mit dem viel besseren Reifen. Also, wir lassen uns mal rechnen. Wir waren in der 9. Runde drinnen. Sprich, also Verstappen war in der 8. drinnen. Der fährt jetzt 12 mit dem Medium. Also mehr, wie wir mit dem Medium-Reifen fahren. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird und ob er das halten kann. Mein Reifen würde das bestimmt nicht aushalten. Aber wir warten mal ab. Wir haben hier eine Flagge dahinter, leider kommt keine jemand raus. Das darf mir jetzt ganz knapp wieder hin. Puh, Leute, ich bin tatsächlich unnormal
gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Hamilton ist mittlerweile an Max Verstappen vorbei. War ja auch klar, dass die Reifen irgendwann in die Knie gehen. Herr Lewis war 3 Runden nach Verstappen drin. Das ist dann schon wirklich am Ende hier ein Riesenunterschied. 2 Zehntel Hamilton. Der wird hier jetzt tatsächlich uns auf der Geraden sehr, 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 sehr eng und knapp werden. Ja, Perez wird bestimmt Verstappen nicht überholen. Das bedeutet, es wird schon so ausgehen. Aber lasst uns jetzt nicht spinnen irgendwie. Wie keine Verwarnung? Wie habe ich hier keine Verwarnung bekommen, Leute? Das ist auch eine interessante Frage. Egal. Ja, 8 Sekunden. Alonso fliegt da vorne. Der hat die besseren Reifen. War aber quasi noch eine Runde früher drinnen. Also der war ja schon in Runde 6 an der Box, Leute. Der fährt jetzt 14 Runden mit dem... Ja! Okay. Glücklicherweise hat er da keinen Flügelschaden genommen. Aber ich dachte halt wirklich, dass der sieht, dass ich hier Speed Move. Aber ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel hier von meinerseits. Ich habe natürlich immer den Fokus auf den Pokal. Aber ja, unfair dürfen wir jetzt absolut nicht werden. Weil das ist das, was den Sport auch ausmacht. Jetzt aber hier zurück zum Rennen. Es hat ihn anscheinend nichts gekostet und auch nichts getan. Wir blicken hier auf die 15. Runde und das war gerade diese Situation. Wir moven sehr ledernd rüber, aber ja, es war glücklicherweise, ist da jetzt nichts passiert, nichts an seinem Frontflügel kaputt geworden. Aber es ist schon sehr hartes Racing an der Grenze, das ich hier aufführe. Und Ende 16. Runde, da sehen wir das Ganze. Das war jetzt diese Szene, also eine ähnliche Sache. Wir moven hier sehr late, aber lassen ihm auch genug Platz. Und gehen dann an der Außenseite hier wieder an. Okay, das war fairer. Das war eine ganz andere Sache. Und auch Ende Runde Nummer 18 war es eine ähnliche Situation. Wir sehen das hier, moven extrem. Ja, das war jetzt diese Szene, genau. Also wir sehen auf jeden Fall, wir haben schon viel gekämpft hier mit Lewis. Wir gehen in die 20. Runde rein. Also jetzt mal aus der 19. raus, ab in die letzte Runde. Und so wie es aussieht, ja, wird es keinen Wechsel mehr geben zwischen Verstappen und Perez. Ja, Lewis ist jetzt auch eine halbe Sekunde hinten, da werden wir jetzt auch mal kurz durchschnaufen können. Aber wir holen hier immerhin den 2. Platz. Und ich finde es auch echt beachtlich, dass Verstappen mit seinen 13 Runden alten Medium-Reifen und Fernando mit seinen 14 Runden alten Medium-Reifen hier immer noch schnellere Zeiten fahren wie ich mit dem Hard-Reifen. Das ist wirklich, wirklich richtig interessant. Aber lasst uns jetzt mal hier nicht darüber irgendwie spekulieren, irgendwie aufregen. Jetzt heißt es wirklich nur noch mal konzentrieren, die letzten paar Kurven. Vielleicht bringt ja Perez doch noch einen Überraschungsmove, aber er fährt seit 10 Runden einfach stur hinter Verstappen her. Auch wenn es dann nur eine Zehntel auf der Geraden war, er hat es trotzdem nicht gemacht, ihn zu überholen. Also da gibt es eindeutig hier eine Stahlorder. Wie auch nicht, oder warum auch nicht, das ist ganz klar. Ich meine, wenn ich einen Teamkollegen hätte, der auch ähnlich stark wäre, hätte ich mir auch was wünschen können von ihm. Aber ja, Fernando ist tatsächlich mein Draft of the Day. Ich meine, wenn man so viele Runden mit einem gelben Satz Reifen auf einer Strecke wie Katar, die wirklich die größte Reifenfressstrecke schlechthin ist, absolviert, ist das für mich wirklich ehrenhaft. Wir holen hier grün im ersten und grün im zweiten. Ich gehe hier noch einmal auf die schnellste Rennrunde, aber der letzte Kurven-Exit hier war jetzt wirklich nicht absolut beste und wir holen hier Purple im letzten Sektor. Vielleicht hat es für die schnellste Rennrunde gereicht, aber wir stehen alle mal am Podium. Aber Fans, hat es leider nicht gereicht, denn für den Titel waren wir schlussweg einfach ein paar Punkte, haben uns ein paar Punkte gefehlt. Das ist schade, es ist bitter, aber so nah wie an dieser Season waren wir noch nie am Titel dran. Hier verbrennt Verstappen quasi seine Hinterreifen. Max wird Weltmeister. Was für eine Szene, aber ich bin auch froh, dass wir hier im Rennen ein starkes Wochenende noch einmal abliefern konnten. Wir werden dann noch einmal auf die Weltmeisterschaft-Standings blicken und wir kommen stärker zurück, ich bin mir sicher. 1-2 Seasons dauert es noch, aber dann werden wir mit den ganz Großen auch endlich kämpfen können und nicht nur hoffen können, dass die einen Fehler machen. Auch wenn diese Season wirklich mit Abstand schon viel besser war als jene zuvor, aber es hat dann immer noch am Ende ein bisschen was gefehlt. Ja, Fernando Alonso gewinnt hier mal wieder einen Grand Prix nach 10, 12 Jahren, 13 Jahren. Ja, das ist stark von ihm gefahren. Er ist ein Reifenflüsterer gewesen im heutigen Rennen, aber auch Max Verstappen. Was für ein Podium. Ich stehe einfach mal mit dem Doppelweltmeister und einem siebenfachen Weltmeister am Podium. Besser hätte es uns fast nicht treffen können. Da sind wir fast der Außenseiter. Aber
Unsere Zeit wird noch kommen, da bin ich mir sicher. Jetzt einmal zurück mit dem sentimentalen Geschwafel und wir dürfen uns dennoch freuen. Ich meine, erster Platz im Sprint, zweiter Platz im Rennen und das sieht fake-haarmäßig aus, was der rechte Mann da hat. Also, das sieht aus, wie wenn der Plastik auf dem Kopf hätte. Diese Haare sind sowas von nicht echt. Egal, vielleicht hat er ein Toupet oben. Für heute soll es mal gewesen sein. Wir sind das zweitbeste Fahrzeug gewesen. Verstappen verliert zwar all in all 7 Punkte, aber in der WM sind es dann doch 11 Punkte, die uns am Titel fehlen. Piastri wird 14. 4. Platz in der Konstrukteurs-WM. Da haben auch nur 16 Punkte gefehlt. Mann, ist das bitter. Es ist so eine knappe Sache überall gewesen. Das zeigt halt auch wirklich, wie eng und qualitativ das Fahrerfeld zusammen ist. Schließe als Team 30 Runden während deines Trainings ab. Okay, das haben wir nicht geschafft. Ich fahre da meistens nur 10 Runden oder so. Abgenutzte Komponenten. Wir werden noch zum Saisonende gehen, aber das alles nicht mehr heute. Das machen wir dann Anfang des nächsten Videos, wenn ihr dann auch die neue Livery zu bestaunen kommt. Und für heute soll es das tatsächlich mal gewesen sein. Ich blicke auf eine tolle Season zurück. Die nächste Season werden ebenfalls 16 Rennen werden. Und ich hoffe auch, dass wir da endlich wieder um WM-Titel kämpfen können. Endlich wieder um wertvolle Punkte, Siege und vor allem die Konstrukteurs-WM. Die ist verdammt wichtig. Für heute soll es das mal gewesen sein. Falls ihr diese Reise nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Für heute soll es das hier gewesen sein. Oder guckt später noch auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.